Terra pestem teneto, salus hic maneto. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von John Sinclair Night Talk. Mein Name ist Hennes Bender und wenn dieser junge, gut aussehende Mann neben mir sitzt, dann wisst ihr, es wird richtig genördet. Ian Rolfhill ist da, alias Florian Hilleberg. Hallo Hennes. Grüß dich. Hi, und wenn es heute so ein bisschen müffelt bei euch, dann hat das seinen Grund. Denn wir reden heute über eine Gruppe, die doch durch ihr, durch die schiere Olfaktorität, sag ich jetzt mal, bemerkenswert ist. Denn wir öffnen dieses Mal keine Personalakte, sondern mal wieder ein Dämonendossier. Ja, komm, wir sagen schon zusammen. Ja, aber wir öffnen heute ein Dämonendossier. Ja, wer kam da nochmal drauf? Du oder ich? Du, glaube ich, nicht drauf. Aber okay. Ne, wobei wir jetzt ja so ein bisschen so in diesem Themenbereich sind. Ne? Also wir sprechen zwar auch über bestimmte Ghouls, aber wir wollen natürlich auch insgesamt. Jetzt hat er es gesagt. Er hat gesagt, um was es geht. Ich wollte es ein bisschen herauszögern noch, aber er ist mal wieder durch die Tür durchgebrettert. Aber bei deiner schönen Umschreibung wusste er ja sofort eigentlich wieder Bescheid. Ne? Also man riecht sie ja schon. Noch eben. Bevor sie da sind, man, das ist ja auch immer total schön beschrieben, auch von Jason. Ja. Obwohl es mir ja aufgefallen ist, ne, es gibt ja so diese zwei Geruchsnuancen. Ne? Einmal dieser Leichengeruch und manchmal spricht er auch einfach von Friedhofsgeruch. Und dann habe ich mich immer gefragt, naja, ich bin ja nun auch schon auf ein paar Friedhöfen gewesen und Friedhöfe an sich riechen ja jetzt erstmal nicht schlimm. Ich finde, Friedhöfe riechen sehr gut. Eben. Weil natürlich sehr viel Blumen und so und viel Grün und so. Und auch viel Laub und so weiter, was da. Ne? Und ich meine, das riecht ja eigentlich immer sehr angenehm, muss ich sagen. Also deswegen das klingt einfach so, das klingt sehr catchy, Friedhofs. Ja, da hat man sofort eine Assoziation. Genau. Aber wir reden wirklich von Ghouls. Und Ghouls, warum stinken die denn so eigentlich immer? Warum ist das, was ist denn das Problem bei denen? Das Problem ist... Ist es die Hygiene, die fehlende? Was ist denn da los? Sowohl als auch. Es liegt einfach daran, dass ihre Körper einfach aus stinkendem Schleim bestehen. Das heißt, die können sich so viel waschen, wie sie wollen. Es schleimt nach und es stinkt weiter. Mm. Und sie stinken nach alten Leichen, weil sie sich davon ernähren. Das sind also richtige Leichenfresser. Und da müssen wir direkt mal einhaken. Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Zombies und Ghouls. Ja, natürlich. Also zumindest jetzt auch hier gerade in der Serie John Sinclair, in der wir darüber sprechen. Ghouls, Zombies sind natürlich, das wissen wir ja, das sind halt lebende Leichen. Das sind wiedererwachte Tote. Und Ghouls waren halt keine Menschen, das sind richtige Dämonen. Mhm. Also die sind als Dämon, kann man sagen, auf die Welt gekommen und die gehen auch als Dämonen wieder... Auf die Unterwelt sind sie gekommen. Und die gehen als Dämonen auch wieder von der Erde weg, ne, ins Reich des Spuks. Ja. Und aber da sind wir schon wieder beim Thema, das hatten wir schon vorher. Ghouls oder Ghule? Was ist der Plural von Ghoul? Ghouls. Ghouls, gut. Ne? Also dazu muss man ja auch sagen, es gibt ja auch diese verschiedenen Schreibweisen. Ne? Also Jason Dark hat das ja relativ schnell etabliert mit Ghouls, ne? G-H-O-U-L. Mhm. Und dann gibt es ja noch die Ghouls mit G-H-U-L, wie das Haarpflegemittel. Und ich finde es schön, dass du von Haarpflegemitteln redest auch. Ja. Bin ich Experte für. Aber es ist halt die Schreibweise Ghoul mit U. Ne? Das kommt natürlich auch aus dem englischen Sprachgebrauch. Mhm. Und dort wird das Wort Ghoul synonym für Zombie verwendet. Mhm. George A. Romero hat in Night of the Living Dead, wo ja nie das Wort Zombie gefallen ist, hat er ursprünglich von Ghouls gesprochen. Und Ghoul kommt auch vor bei Michael Jackson, bei Thriller. Genau. Da spricht dann Vincent Price diesen berühmten Sprechpart in der Mitte, der ja absolut großartig ist. Und du hast in vielen englischsprachigen Übersetzungen von Zombie-Romanen von Dave Wellington und so weiter, wird von Ghoulen gesprochen. Da auch von der Mehrzahl der Ghoulen in der Regel. Mhm. Ne? Aber bei Jason Dark sprechen wir von Ghouls. Ne? Also von Ghouls. Und Ghouls sind, so wie ich habe mir das mal so aufgeschrieben, Ghouls sind der Abschaum unter den Dämonen, kann man so sagen. Genau. Selbst unter Dämonen, in der Dämonen-Community sind sie nicht besonders gut gelitten. Nein, sie werden geächtet. Ja. Ne? Also einerseits wegen ihres Gestanks natürlich, aber halt auch, weil sie halt Aasfresser sind. Ja. Ne? Also sie sind auch relativ leicht zu vernichten. Ne? Also obwohl sie schleimig sind, brennen sie wie Zunder, ne? Und so ein bisschen geweihte Silber und dann trocknen sie aus. Leicht brennbar. Genau. Ne? Mhm. Und es sind halt wirklich so die, wie kann man sagen, so die Auskehrer der Hölle, ne? Die machen dann halt so ein bisschen, ne? Die fressen halt das, was die anderen übrig lassen. Also ne? Die gehen nochmal feucht durch, sozusagen. Wann sind die denn zum ersten Mal aufgetaucht bei Das war in das Rätsel der gläsernen Särge. Ne? Das war schon ganz früh im Gespensterkrimi. Ja. Ne? Bill und Sheila waren frisch verheiratet
Und das war der achte Roman und dort da wird es auch tatsächlich explizit so erwähnt, dass John das erste Mal mit Ghouls zu tun hat. In der Serie selber ist er ja gar nicht so reingewachsen in seine Aufgabe wie in den Hörspielen. Ne, er war ja schon etablierter Geisterjäger, ne, und er war ja auch relativ abgeklärt, als er das erste Mal mit Zombies zu tun hatte. Aber bei Das Rätsel der gläsernen Särge, da hat er wirklich explizit gesagt, bislang hatte er noch nie mit Ghouls zu tun gehabt. Wenn wir von Ghouls sprechen, richtig, Ghouls, Ghouls sprechen, dann müssen wir vor allen Dingen von dem Ghoul auch sprechen. Ja. Natürlich von Mr. Grimes. Mr. Grimes, ist es der Chef der Ghouls oder ist es der Hauptghoul? Oder ist es einfach der prominenteste? Ja, also ne, man muss ja einfach sagen, dass Ghouls insgesamt, also es ist ja, sie sind ja auch so ein bisschen reingekommen, so als das Kanonenfutter. Ne? Das heißt, ne, dann kommen da irgendwie 8 Ghouls rein und John darf seine Waffe leer feuern oder so. Ne? Und die sind dann halt auch nicht unbedingt alle so jetzt die hellsten Kerzen auf der Torte. Und Grimes ist das Alleinstellungsmerkmal von Grimes ist einfach, dass er deutlich gerissener ist. Ne? Und dass er natürlich dann auch so eine gewisse Schar an Ghouls um sich geschart hat. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, er ist jetzt irgendwo hingekommen und alle haben sich ihm da fraglos unterworfen. Also er war jetzt nicht der König der Ghouls. Aber ein Oberghoul. Ja, er war einfach ein Ghoul, der einfach mehr in der Birne hatte als die anderen. Ja, ja. Ja. Für einen Ghoul ist das schon eine ganze Menge. Und er ist er konnte sich auch, er hatte ja auch so eine menschliche Tarngestalt. Ne? Es gibt ja auch Ghouls, die ja auch in menschlicher Gestalt auftreten können. Ja. Ne? Und die fallen dann halt einfach auf, weil sie stinken nach alten Leichen. Ne? Und natürlich dann auch, wenn sie irgendwie so erregt sind und da irgendwie Leichen riechen oder so, dann fangen sie natürlich auch an zu zerlaufen. Genau. Ich denke da immer an The Blob, an die zweite Verfilmung Ende der 80er Jahre. Ja, ja, ja. Da gab es ja auch, wenn dieser Schleim dann kam und die Menschen dann übernommen hat, da sind die auch so zerflossen. Genau, ja, ja. So stelle ich mir immer einen Ghoul vor. Aber Mr. Grimes hat natürlich noch was sehr, sehr, sehr Britisches. Denn, sag es bitte. Den Bowler. Ja. Wie hält der eigentlich auf so einem Ghoul? Der klebt. Der klebt. Ich dachte, der verrutscht immer durch den Schleim. Nee, also das, ja. Der hat den. Mr. Grimes ist vielen zum ersten Mal begegnet in den Hörspielen. Gesprochen von dem einzigartigen Jochen Malzheimer. Hallo. Der hat ihm wirklich die Stimme gegeben. Es gab ihn schon vorher bei Tonstudio Braun, aber ja, Jochen hat ja in der ersten Rutsche der Sinclair-Hörspiele sehr viel gesprochen. Basil Proctor in die Totenkopfinsel. Belphegor natürlich auch, aber Mr. Grimes hat da, glaube ich, auch sehr viel, sehr, sehr viel Spaß gehabt. Man hat Oliver, unterstelle ich mir jetzt einfach mal, auch angemerkt, dass er viel Spaß mit dieser Figur hat. Oliver Döring. Schreiben. Ja. Ja, ja, ja. Ja, er hat wirklich den Charakter noch mal ein bisschen mehr rausgearbeitet und Jochen hat den sehr, sehr, sehr markant gesprochen. Er hat ihn ja fast Jochen Malmsheimer so ein bisschen auf den Leib oder auf die Zunge geschrieben. Es war ja so lustig, als ich ich kenne Jochen ja jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren und als ich das erste Mal gehört habe und Mr. Grimes beschrieben worden ist, ja, ein kleiner, schleimiger und ich so, nein, das ist nicht, das ist, so sieht er nicht aus, so sieht Jochen nicht aus. Aber was ich noch mal fragen wollte, er hat ihn ja sehr, sehr oft gesprochen, aber es gibt doch noch Romane, die noch nicht vertont worden sind. Es gibt einen Roman mit Mr. Grimes, der nicht vertont worden ist, weder von Tonstudio Braun noch von WordArt bzw. Lübbe. Mhm. Und das finde ich auch total schade. Und ich hatte ja immer die Hoffnung, dass der vielleicht in den Classics kommt, die Horror-Disco. Oder Horror-Disco heißt da ja nur. Horror-Disco, ja. Das ist nicht zu verwechseln mit Disco Dracula. Nein, nein. Horror-Disco ist, der ist ja auch relativ früh in der Serie schon erschienen, Pipapo 58 oder so, also Nummer 58. Und dort hat Mr. Grimes seinen ersten Auftritt. Ne? Das ist der erste Auftritt. Der und den Auftritt. Haben wir noch nicht als Hörspiel. Da müssen wir doch mal mit den Hörspielmachern noch mal reden. Und vielleicht, ich spreche mal mit Jochen. Vielleicht Wenn, dann geht es auch nur mit Jochen Malmsheimer. Also da kann man keinen Sprecherwechsel machen. Wir können mal gucken, ob wir Mr. Grimes, Achtung, pun intended, wiederbeleben können. Irgendwie. Wir können es nicht versprechen, aber das ist so das Schöne, es gibt ja noch so viel, was man noch machen kann und so. Ja. Das ist auch mit den Ghouls. Du hast es schon erwähnt, Ghouls kann man relativ einfach vernichten.
Ja. Mit, weiß nicht, Silberkugel. Silberkugel oder Kreuz. Ist das Mittel der alles. Wahl für John Sinclair natürlich. Ja. Braucht man gar nicht, auch braucht man nicht nah hingehen und so, du kann man sich dabei die Nase zuhalten. Die haben ja, wie gesagt, die haben ja jetzt auch nicht so, das sind ja im Prinzip erstmal so in ihrer Urform sind das ja so unförmige Schleimberge, also fast wie so eine übergroße Amöbe. Und da brauchst du jetzt auch nicht groß auf irgendein Herz oder Kopf zu zielen, also egal wo das trifft, ne, dann kristallisieren sie und sterben. Ja. Ja. Wie sind denn Ghouls für dich so als Autor? Ist das eine Form? Ist das eine Figur? Oder sind das Figuren, die du gerne benutzt? Sind die universell einsetzbar? Oder was macht dir? Also ich liebe sie tatsächlich. Aus? Also ich mag Ghouls total gerne. Und weil sie einerseits haben sie natürlich so dieses, du kannst halt viel Atmosphäre mit reinbringen, ne? Wenn die so auf Friedhöfen sind, ne? Und die Leute gehen da, ne? Und jetzt pfeift der Wind da drüber, ne? Und du riechst da was und dann hörst du das Schmatzen aus den Gräbern. Das ist ja auch so, ne? Dieses alte, was so aus diesen alten Traktaten kommt, ne? Das Schmatzen der Leichen in den Gräbern. Ja. Ne? Und deswegen gibt es da ja auch so diese kleine Überschneidung mit den Nachzehrern. Und bei den Ghouls ist es halt wirklich so, und vor allem auch, weil sie halt so wandelbar sind. Du hast halt, ne, du kannst halt einfach so dieses Kanonenfutter nehmen, aber du kannst halt auch wirklich die Ghouls zurecht schreiben, sage ich jetzt mal, die sich auch in menschlicher Tarnung unter die Menschen mischen. Und ich habe da halt auch mal geschrieben, dass halt zum Beispiel Ghouls, also was ja auch ein beliebtes Thema bei Jason Dark war, dass zum Beispiel die Mafia sich gerne der Ghouls bedient, damit die deren Leichen entsorgen. Und ich habe auch mal einen Roman geschrieben, Die Leichenfresser von nebenan. Der Arbeitstitel war The Ghoul Next Door. Und wurden Ghoul-Pärchen eingesetzt als Wohnungsräumer. Naja, man muss ja auch, ne, die Zeiten sind nicht leicht, deswegen muss man die auch mal so und einsetzen. Und sie sind relativ günstig, ne, weil das, was sie produzieren, ist ihre Bezahlung. Also bei Fachkräftemangel einfach mal den Ghoul-Dienst anrufen und dann kommen die vorbei und wie gesagt, wischen einmal feucht durch. Es kann sein, dass man nachher lüften muss, aber das passt wunderbar. Mr. Grimes war irgendwann mal weg. Wollen wir das spoilern, wann er? Das können wir ruhig spoilern. Das ist ja schon ewig her und vor allem, ne, er ist ja nicht von John Sinclair erledigt worden. Ja, das ist ja das Besondere. Wer hat denn Mr. Grimes entsorgt? Das war Jane Collins. Ne, das war Jane Collins in Der unheimliche Richter. Ja. Ne, und das war halt schon eine Besonderheit, weil das ja damals, wir sprechen ja noch über die ersten 100 Romane. Und das war ja noch zu dieser Zeit, wo irgendwie so dieser Held immer so das Privileg hatte, er durfte den Endboss killen und so weiter. Und da hat Jason Dark halt schon so quasi seinen weiblichen Sidekick, seine Freundin, diese Aufgabe erledigen lassen. Ne? Also witzigerweise auch in der Folge, wo John auch Druck bekommt vom Innenministerium, die gesagt haben, ihr erledigt Mr. Grimes, ne? Sonst schließen wir eure Abteilung. Ne? Wenn wir über Ghouls sprechen, könnten wir auch über Xoran reden oder wollen wir uns Xoran aufheben für die Zombies? Weil er ist Chef von beiden. Ne? Genau, ist ja, das müssen wir schon erwähnen. Das ist ja die Leichengewerkschaft, ja. Ne? Sozusagen Zombies und Ghouls zusammen. Das unterscheidet sich so ein bisschen in der Romanserie von der Hörspielserie. Ja. Ne? Weil in der Romanserie wird er ganz klar etabliert als Herr der Ghouls und Zombies. Mhm. Was erstmal auch so ein bisschen widersprüchlich klingt, weil Zombies für Ghouls im Prinzip erstmal, ne, wie sagt man, nicht Essen auf Rädern, sondern auf Beinen. To go. To go. Ne, so, und das heißt, die fressen auch Vampire und Zombies, wenn sie die in die Klauen bekommen. Ne? Die sind da nicht fies für, ne? Also die sind also so deswegen sind die wahrscheinlich auch nicht so beliebt, also auch im Dämonenkreisen, ne? in der feinen Dämonengesellschaft sozusagen. Was ist denn überhaupt die Beziehung, die Beziehung zwischen Ghouls und Zombies? Nicht nur der Unterschied, sondern wie stehen die so zueinander? Weil ich denke mal, so die Zombies bei Sinclair sind ja jetzt nicht nur irgendwie immer nur so gehirnlose, sondern da gibt es ja auch Persönlichkeiten manchmal so. Naja, also eigentlich gibt es wenig Berührungspunkte und wenn es die gibt, wie gesagt, dann wird ein Ghoul wahrscheinlich eher versuchen, einen Zombie zu vernichten, oder zu fressen, sagen wir mal. Es sei denn, die haben natürlich da irgendwie so eine Instanz, halt einen Oberdämon oder in diesem Fall halt Xoran, der sie davon abhält. Ne? Mhm. Und im Prinzip war halt dieser Status als Anführer der Zombies, der ist in der Serie, in der Romanserie deutlich mehr hervorgetreten. In der Hörspielserie ist Xoran nur der Herr der Zombies gewesen, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, aber das müsste man dann vielleicht mal Oliver Döring fragen, ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass die Ghouls durch Mr. Grimes schon sehr präsent gewesen sind in der Serie, ne, der Hörspielserie. Und das hat sich ja auch tatsächlich wie so ein kleiner Nebenhandlungsstrang über mehrere Folgen hinweggezogen. Also Sir James selber sprach ja auch von der Ghoul-Gefahr.
Und bei Xoron hat er dann halt, deswegen hieß ja zum Beispiel auch das Taschenbuch Ghouls in Manhattan, hieß dann in der Hörspielversion Zombies in Manhattan. Zombies in Manhattan, das war Folge 50. Ganz genau. Ganz genau. Ja, ich finde das sowieso auch sehr, sehr legitim, dass man die Sachen dann auch für die Hörspielserie und für die ja, Modernisierung, wir reden ja hier von Romanen, die ja schon teilweise auch 50 Jahre auf dem Buckel haben, weil es muss ja auch stimmig sein. Richtig. Es muss ja auch logisch sein und deswegen sind manchmal diese Veränderungen absolut nötig, weil es einfach auch nicht eine neue Geschichte ist, aber es funktioniert sonst nicht. Also selbst bei John Sinclair, was heißt selbst bei John Sinclair, aber bei Fiction, und du schreibst ja nicht nur Sinclair, du schreibst ja auch Mad Rex und auch andere Romane, oder wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Tolkien denke, wenn er gesagt wird, das ist aber im Herr der Ringe ganz anders als da, die Bearbeitungen müssen ja auch einer gewissen Logik folgen. Mhm. Und das muss dann verändert werden. Und vor allem, es ist halt auch, es fällt im Prinzip auch gar nicht groß auf, weil später in der Serie, auch Xoron sich von der Mordliga getrennt hat, hat er eigentlich hauptsächlich mit Zombies agiert. Ne? Und dazu muss man auch sagen, dass es da ja auch diese Verbindung zu der Pandora gibt, zu der Unheilsbringerin aus der griechischen Mythologie. Ja. Ne? Da gibt es ja auch dieses Hörspiel und auch den Roman Pandoras Botschaft. Und dort versucht sie ja, oder dort macht sie ja Xoron Lady X abspenstig. Und Xoron wird dann später vernichtet. Und Pandora taucht jetzt in der Heftserie wieder auf. Ich habe sie jetzt wieder reaktiviert. Und dort schickt sie sich im Prinzip an, so das Erbe von Xoron fortzusetzen. Das heißt, sie sammelt so die Ghouls auch unter sich. Gibt es denn sowas wie Super-Ghouls? Gibt es denn, außer Mr. Grimes, gibt es denn so Ghouls? Ja, es gibt ja schon so ein paar Deluxe-Exemplare, möchte ich mal so sagen, ne, wie jetzt in Ihr Freund der Ghoul. Ja. Ne, da haben wir ja diesen Riesen-Ghoul, der ja sogar... Als Hörspiel auch erschienen. Ganz genau, ganz frisch. Und obwohl... Ganz frisch nicht, bei ganz, Ghoul, würde ich vorsichtig ne, sagen. Und der hatte ja zum Beispiel auch so dieses, wie kann man schon sagen, dieses, nicht Action-Feature, aber diese Fähigkeit, dass er Extremitäten so abspalten kann. Also wenn ihn die Silberkugel trifft, dann kann er den Teil, der dann da irgendwie vertrocknet, kann er dann so abstoßen. Ja, du hast schon Totenchor der Ghouls erwähnt. Ja. Das ist das Tonstudio Braun Hörspiel mit Johnny Sinclair auch, wo Johnny Sinclair von einer Frau gesprochen wird. Was so ein bisschen komisch rüberkommt, aber das ist auch ein sehr, sehr gutes Tonstudio Braun-Hörspiel. Das hat sehr atmosphärisch Dicht. Ja. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, was eure Lieblings-Ghouls, Ghoul-Geschichten sind. Ja. Natürlich sollt ihr das auch liken und teilen und so weiter, aber wir treten ja auch sehr, sehr gerne mit euch in Kontakt und wir tauschen uns gerne aus mit euch. Ich habe mal so meine Lieblings-Ghoul-Titel einfach mal aufgeschrieben. Ghoul-Parasiten. Ihr Freund der Ghoul, hast du schon gesagt. Ghouls in Manhattan natürlich, die große 50er Hörspielfolge. Ja. Ghouls an Bord, Totenkohl. Ghouls in der U-Bahn, die sind überall. Ja. Der Ghoul aus dem Gulli, großartig, ein großartiger Titel. Auch eine sehr schöne Alliteration gegen Gangster und Ghouls. Ja, Ghoul-Parade, auch schön. Der Ghoul und seine Geishas. Geheimwaffe Ghoul, da sind wir wieder. Halloween der Ghouls, der Ghoul und die Witwe und auch sehr schön Lady Ghoul. Aber mein Lieblingstitel, kannst du raten, welcher mein Lieblingstitel? Oh Gott, du hast jetzt eigentlich schon so viel erzählt. Pass auf. Dein Lieblingstitel mit Ghouls. Der Ghoul, der meinen Tod bestellte. Ja. Weil das Cover ist so großartig. Das wir blenden wirklich, das mal durch Magie jetzt ein. Denn da sitzt dieser Killer und es ist Mr. Grimes, glaube ich sogar. Ich weiß ja, oder Mr. Grimes ist dann schon lange weg. Der ist schon lange weg. Auf jeden Fall, dieser Ghoul, dieser Schleimbeutel, es ist ja wirklich ein alter Schleimbeutel, bestellt also den Tod von John Sinclair und hält diesem Killer an diesem Schreibtisch einen Zettel hin, auf dem steht John Sinclair. So, ich hätte gerne einmal John Sinclair. Da steht nichts anderes drauf als John Sinclair. Und zwar in der originalen John Sinclair-Typo-Schrift. Als ob der sich vorher so ein John Sinclair-Heft gekauft hätte und dann so mit roter Farbe das auf so eine Karte gemacht hätte. Hier, da bitte hier. Ich hätte gerne einmal John Sinclair, bitte hier so. Vor allem muss ich ja, wie viele John Sinclair wird es in London geben? Ja, gibt es wahrscheinlich ein paar. Also das ist wirklich von allen schrägen Covern, und das sind doch einige, mein absolutes Lieblingscover, der Ghoul, der meinen Tod bestellte. Also wie gesagt, schreibt uns doch einfach mal, welcher Ghoul-Roman euer Liebster ist. Danke Florian, war wieder ein großes Fest. Wenn ihr euch mit Ghouls beschäftigt und Ghoul-Romane lest, dann haben wir am Ende noch einen kleinen Tipp. Immer schön Fenster auf dabei, weil sonst müffelt's. Also bis dann und angenehmes Gruseln allerseits.